So, nächste Part heute von Deus Ex 3. Mr. Jensen, Ihre Limousine steht bereit. Können wir? Limousine. Jo, wir sind. Ja, los. In Ordnung. Detroit Local, hier ist Seraph Industries. Bravo Echo Echo 008. Setze Flug fort. Hätte sie nicht einfach 00 und so sagen können und 8? Warum muss das Englisch gesagt werden? Meine Güte, da. So. Ihr seht rechts unten im Ladebildschirm den Missing Link. Die erste und wahrscheinlich auch einzige DLC und Story-Erweiterung von Deus Ex, die ich aber später noch für euch präsentieren und spielen werde, sobald wir im Hauptspiel von der Story her so weit sind, dass ich die mit der Missing Link weiterführen kann, weil das spielt nicht nach dem Spiel, sondern noch während des Spiels, also Hauptspiels. Deswegen kommt das noch. So, wir sind jetzt hier. Pritchard, haben Sie die Koordinaten der Fabrik schon? Nee. Ich konnte nur ein ungefähres Areal ermitteln, Jensen. Sehen Sie sich um und suchen Sie etwas Ungewöhnliches. Ich überwache weiterhin die Frequenz, falls sie plötzlich aktiv werden sollte. Ja, okay, wir sollen jetzt hier ein bisschen uns umschauen. Das machen wir doch mal hier, ne? Also die Pfütze sieht mal echt schlecht gemacht aus. Da muss ich ja echt mal motzen. Scheiße, ja, das sieht das scheiße aus. Wer bist du denn? MCB-Mitglied. Ich werde mich nicht mit den Jungs anlegen. Aber du siehst so aus, als könntest du es mit ihnen aufnehmen. Oh ja. Na gut, er ist Mitglied und nicht ohne Glied. Wissen wir mehr. MCB-Bandenchef. Mitglied. Ja, so ein Typ mit Zielfernrohr beobachtet die Slums. Kopf runter. Wow. Ist nicht wahr. Ist ja gut. Ich bin lieb. Was hast Yo. Du? Wie läuft's, Mann? Auf der Suche nach neuem Spielzeug? Wir könnten ins Geschäft kommen. Yo, Mann. So, erstmal Objekte kaufen. Gute Idee, ein wenig aufzustocken. Was ist denn im Angebot? Scheiße, Mann. Wir haben gerade echt scharfe Ware. Hier, was darf sein? Ja, scheiße, Mann. Ich kaufe, Alter. So, das haben wir. Munition, Spezialupgrade. Zielberechnungssystem für Betäubungsgewehr oder Armbrust für 1500 Credits. Ich habe weder ein Betäubungsgewehr noch eine Armbrust. Deswegen, Auswahl an Munition anschauen. Eine Gasgranate? Ja, ich nehme hier ein Granatenpack, genau. Ich nehme einen Granatenpack. Gute Wahl, Mann. Sonst noch was? Ja, Munition. Mehr Munition wäre nicht schlecht. So. Betäubungsgewehr oder Schrotgewehr? Ja, wir haben nur eine Auswahl. Schrotgewehr auf jeden. Überhaupt kein Problem, Mann. Alles klar. Ja, perfekt, Leute. So, nachdem wir uns ein bisschen aufgestockt haben, holen wir noch ein bisschen mit der Information, ne? Wie wär's mit Informationen? Ich habe natürlich schon einiges zu erzählen. Irgendwelche speziellen Wünsche? Ja, klar. Läuft hier zurzeit irgendwas Verdächtiges? Verdächtig ist das falsche Wort. Jede Menge Fahrzeuge fahren ständig rein und raus. Die planen was Großes. Wer sind die? Genau das ist das Problem. Die gelben Engel. Man kann die Mistkerle nicht einordnen. Bis vor einem Monat haben Regierungsleute den Textilfabrikanten das ganze Land abgekauft. Und seitdem geht in dem Laden irgendwas ab. Was total... Wie war das nochmal? Verdächtiges. Genau, Verdächtiges. Irgendwas total Verdächtiges geht da ab. Diese Spezialeinheiten sind rein in die Fabrik und haben jetzt eine größere Operation laufen. Sie haben meinen Bruder ausgeknipst, weil der da Geschäfte machen wollte. Ruhe in Frieden, Big Rizzle. Genau, Ruhe in Frieden. Sind die Spezialeinheiten noch da? Na sicher. Die haben eine Patrouille im Hof, Scharfschützen auf dem Dach, das volle Programm. Aber ich habe Fahrzeuge von der Regierung gesehen. Könnte also sein, dass alles verlegt wird und die Feds hier wieder auftauchen. Danke. Okay. Sonst noch was? Deine Mutter, Alter. Nee, ich brauche schon. Im Moment nichts. Aber danke für das Angebot. Kein Problem. Friede. Und vorsichtig sein. Ja, Friede. Ja. In anderen Ländern sagt man Salve.
Oder bei anderen Leuten sagt man, möge die Macht mit dir sein. So, gut. Haben wir jetzt mehr Infos. Und jetzt sollen wir uns hier ein bisschen actionreich betätigen. Aber erstmal sehe ich hier. Nein, ich dachte, da wäre noch eine Granate. Apropos Granate. Ich rüste doch mal hier eine Granate aus. Nee, so die Gasgranate, die ich, wie ich finde, sehr geil ist, kommt auf die 8. Die EMP-Granate auf die 7. Und ich würde einfach mal sagen, schnapp die Pistole, lad sie durch und wähl zu der Shotgun. Und ich habe hier auch auf die Aktivieren-Taste gedrückt, die E-Taste. Na gut, ich nehme doch die Pistole. Jedenfalls, wenn ich die auf die E-Taste gelegt habe, also die E-Tasten-Skill-Sache aktiviert habe, bekomme ich nämlich ein Double Damage. Das ist die Schaden-Upgrade-Sache, die ich draufgehauen habe. Und später kann man noch auf zum Beispiel den Sturmgewehr noch so ein Zielsystem draufhauen, so dass man, egal wo man ist, immer zielt und immer trifft. Fast schon wie ein Aimbot. Wir sind aufgeflogen. Mandalay sollte die Leichenhalle eigentlich abriegeln, aber irgendjemand war vor uns bei der Leiche. Noch haben wir Zeit. Wir schnappen uns den Kerl. Dafür ist es zu spät. Wir müssen verschwinden. Aber was ist mit dem Holländer? Keine losen Enden, Barrett. Ich rufe gleich an. Malik, verschwinden Sie, los! Warum? Was ist los? Sie sind hier. Die Söldner, die Megan und ihr Team getötet haben. Scheiße! Ich gehe rein. Ja. Wir haben gehört, der einer von den Leuten hier heißt Barrett. Barrett, um das nochmal zu sagen. So, hier ist nochmal ein bisschen Credits. Und außerdem haben wir noch zwei weitere Namen gehört. Einmal der Holländer, wer auch immer das ist. Nicht der Spanier, sondern der Holländer. Und dann auch ganz wichtig, Mandalay. Andere Deus Ex-Spieler sollten ihn kennen. Mandalay ist nämlich... Also, Deus Ex 3 spielt vor Deus Ex 1. Und die, die Deus Ex 1 gespielt haben, dürfen Mandalay noch kennen. So, hier haben wir... Da drei Wachen. Und da haben wir auch nochmal eine Wache. Und wisst ihr einfach was? Ich nehme jetzt mal die Gasgranate auf die 8. Und wähle jetzt die Gasgranate. Gasgranate, ja. Warum auch nicht? So, das gibt uns natürlich schön viele Punkte. Da wir mit Gas ausgeschaltet haben, die Gegner. Jo, ich würde auch sagen. Au! Okay, irgendwie ist hier ein Scharfschütze. Nein. So. Was, du lebst noch? Verreck doch! Wow! Wie viele denn noch? Komm her! Spast! Wow! Ja, musst du nachladen, Junge! Jetzt komm doch!
Alter! Jetzt verreck! Meine Fresse doch! Kann ja nicht wahr sein! Will er hier nicht sterben, oder was? So, da ich jetzt eh schon Alarm ausgelöst habe, hau ich mir jetzt die Shotgun hier rein. So, erstmal plündern hier. Ja, wir haben jetzt viele Munition auch, ja. Viele Erfahrungspunkte bekommen, weil wir nämlich hier mit einer Gasgranate die ausgeschaltet haben. So. Genau, da kommen wir auch noch lang. Ja. Ja, komm doch her. So. Und nochmal Munition. Sehr schön. Kann ja mal mein Revolver nachladen. Und wieder ist die Shotgun switchen. Ja, cool. Eine Schockgranate. So, da können wir es reinhacken. Was finden wir da? Eine Sniper, bestimmt. Ja, wir hätten die jetzt auch hier alle wegsnipen können, aber ich bin nicht so der Sniper. Typ, da fehlt ein Wort. Ja, ich bin nicht so ein Sniper-Freund, das ist nicht so meins. Da halt immer ein bisschen rumgucken. Moment. Ist hier noch was? Schlechter Griff, ich geb dir schlechten Griff, ey. Zäh. Aber naja, geben tut sie auch nichts. Ja! Gibt's hier was? Super, ich kann das hier auch nicht aufstellen. Aber sonst gibt es hier auch nichts. Weswegen man hier irgendwie hin sollte. Wir können ja super hoch springen. Wir haben ja die kybernetischen Beine. Und nochmal hier gut Munition eingesammelt. Ja, wir können jetzt hier zwei Methoden machen. Wir können einmal hier lang. Oder wir nehmen den Sniperweg oben auf dem Dach. Und ich gehe natürlich hier lang. So, wir können jetzt da auch lang. Oder uns da durchmetzeln. Bevor wir aber was tun, möchte ich erstmal hier das Ding mir kaufen. Also können wir uns jetzt schon mal zwei Leute ausschalten, gleichzeitig, per Hand. Und dann, gut. Die Pistole kann ich nicht nochmal neu laden. Tja, soll ich da jetzt durch? Oder den Weg gehen? Hab ich denn... Na, wo ist denn das? Nee, ich dachte, ich habe noch einen Zugangscode. So, wähle ich die Schockgranate aus. Das ist aber eine Blendgranate, Leute. Hallo? Stirbst du? Wollt der nicht sterben, ey? Wow! Ja, ach du Scheiße, von hinten kamen auch noch welche. Ah, natürlich habe ich nicht gespeichert. War ja klar. Ah, cool, hier wurde er automatisch gespeichert. Oh, sehr schön. Aber muss mir jetzt doch nochmal die Augmentierung hier besorgen.
Zack. So. Dann speichere ich hier nochmal. Mal gucken, ob ich hier durchkomme. Stufe 4. 25. Ja. Ah, es läuft doch gut. Ja, komm, komm. Zugriff gewährt. So, inaktiv bitte. Weil jetzt können wir nämlich hier lang. So, da oben ist einer. Gesundheit. Den will ich jetzt umhauen, wenn der sich gleich umdreht. Stopp! Machen wir so. Voll zwar das so machen, dass er sich da mit dem Rücken zu mir gedreht hat, aber. Na gut, so, da vorne ist auch nochmal einer. Ja, wir haben jetzt zig Wege hier reinzukommen. Den Weg könnten wir gehen. Wir könnten da lang gehen. Wir können aber auch hier lang. Das ist nämlich so das Geile an diesem Spiel. Man hat haufenweise Möglichkeiten, wie man weiterkommt. So. Verdächtige nach Attentat festgenommen. Schwere Gefechte im Northern Territory. Standoff. Wir können ja die Zeitung hier durchlesen. Weil es ist einfach das Blöde in so einem Rahmen eines Let's Plays, das hier zu lesen oder so. Cyberboost Energie, ja gerne. Da werfe ich doch den hier raus. Nehm den. Ess den auch schon mal. Nimm den wieder mit. Dann haben wir wieder 2 Punkte. Und guck mal eben hier rein. So. Hacken. Jo. Okay. Speichern vorher. So, jetzt hacke ich das Teil. Gucken wir, ob wir das hinkriegen. Das sieht ja ganz spaßig hier aus. 45. 65. Jo, wir nehmen den hier. Obwohl, den hauen wir so. Und dann, go. Wow, wow. Okay, nein, 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 so nicht. Machen wir das mit dem Ding. Wie gut, dass sie so ein Ding mit habe. So, wir können jetzt hier gucken. Können jetzt hier den Roboter noch, hier ist nämlich ein Roboter und den könnten wir jetzt hacken und auf die Gegner programmieren oder halt ausstellen. Problem ist, ich habe noch nicht die nötige Hackstufe dafür. Also war es leicht witzlos. Wobei, ich sage einfach mal so, ich lade jetzt einfach neu. Denn da ich das eh jetzt nicht benutzen kann, die Sache, werde ich auch nicht jetzt da großartig mein Hackteil da verwenden. So. Oh, cool. Credits. So. Ach ja, genau. Jetzt sind wir hier. Ja, wie ihr seht, hätten wir auch hier lang gehen können. Oder wir hätten auch durch einen Lüftschacht gehen können. Dann wären wir hier rausgekommen. Also ihr seht, es gibt Massenwege, wie man hier weiterkommt. So, wieder Munition.
Wie es hier allerdings weitergeht, sag ich euch erst im nächsten Part. Bis dann.